Ich bin Lars, mein Gebärdename ist, der Nils, sein Gebärdename ist. Wir sind gestern schon aus Düsseldorf losgeflogen. Leider hatte bereits dieser Flug Verspätung, sodass wir unseren Anschlussflug in Istanbul verpasst haben. Dann, nach 7 Stunden Warten, konnten wir den Flug nach Samsun nehmen. Gebärdet wird Samsun so. Die Stadt hat diesen Gebärdennamen bekommen, da es hier in der Umgebung viele Tabakpflanzen gibt, die abgebaut und verkauft werden. Die Räumlichkeiten, die Sie hier sehen, sind das Deaflympics-Büro. Mir wurde gesagt, dass die Raumkapazität mit der Zeit ausgeweitet wird und schlussendlich das gesamte Haus genutzt werden soll. Zurück zum Flughafen. Dort gab es einen Infostand, bei dem wir unsere Anliegen besprechen konnten. Die Lage ist sehr gut. Auch die Krise in der Türkei und der Terror sind hier nicht zu sehen. Es gibt Sicherheitskontrollen, Polizisten stehen vor Hotels und es wird in Eingängen mit Detektoren gearbeitet, um mögliche Waffen aufzudecken. Außerdem waren wir im Deaflympischen Dorf. Dort konnten wir uns von außen einen ersten Eindruck von den Hotels machen. Unsere Akkreditierungen haben wir auch abgeholt, damit wir Filme an den unterschiedlichen Orten aufnehmen dürfen. In den nächsten Tagen kommen dann weitere Videos. Bis bald!